Dieses Geständnis, dass den Kommunisten die Zukunft gehört, mache ich im Tone der größten Angst und Besorgnis. Und ach, diese Tonart war keineswegs eine Maske. In der Tat, mit Grauen und Schrecken denke ich an die Zeit, wo jene dunklen Ikonoklasten zur Herrschaft gelangen werden. Mit ihren rohen Fäusten erschlagen sie alsdann alle Marmorbilder meiner geliebten Kunstwelt. Sie zertrümmern alle jene fantastischen Schnurrpfeifereien, die dem Poeten so lieb waren. Sie hacken mir meine Lorbeerwälder um und pflanzen darauf Kartoffeln. Die Lilien, welche nicht spannen und arbeiten und doch schön gekleidet waren wie König Salomon, werden ausgerauft aus dem Boden der Gesellschaft, wenn sie nicht etwa zur Spindel greifen wollen. Den Rosen, den müßigen Nachtigallbräuten geht es nicht besser. Die Nachtigallen, die unnützen Sänger, werden fortgejagt. Und ach, mein Buch der Lieder wird der Krautkrämer zu Tüten verwenden, um Kaffee oder Schnupftabak darin zu schütten für die alten Weiber der Zukunft. Ach, das sehe ich alles voraus. Und eine unsägliche Betrübnis ergreift mich, wenn ich an den Untergang denke, womit meine Gedichte und die ganze alte Weltordnung von dem Kommunismus bedroht ist. Und dennoch, ich gestehe es freimütig, übt derselbe auf mein Gemüt einen Zauber, dessen ich mich nicht erwehren kann.